So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind hier an der Brücke der Technik, ehemalige X-Raid Arena, beziehungsweise ist das ja noch eine X-Raid Arena, aber momentan gibt es keine X-Raids, deswegen ehemalig. Gibt aber auch Arenen, die sind X-Raid Arenen und werden dann normale Arenen, da können gar keine X-Raids mehr stattfinden. Wir denken aber, dass die X-Raids irgendwann zurückkommen, irgendwann im Sommer, ne? Oder wenn im Mai die Schwimmbäder wieder aufmachen. Wer das kennt von Badesalz. So sieht das aus, wenn ihr auf der Brücke steht. Dann könnt ihr hier runterspringen. Oder wenn ihr sagt, nee, dann könnt ihr auch hier drüben runterspringen. Ja, das ist nämlich das Technikum. Deswegen ist das Brücke der Technik, weil die hier irgendwie... War ich auch mal drin. Ne, ganz kurz, bin rein. Bin aufs Klo, bin wieder raus. Nee, so nicht. Also ich habe da auch mal im Unterricht gesessen. War eine komische Zeit. Jetzt sind wir aber hier, denn es ist das Oster-Event, das Frühlings-Event sozusagen. Hat um 10 Uhr angefangen. Ihr habt hier wieder eine Collection-Challenge. Könnt ihr euch auch angucken, was ihr dafür braucht. Ihr müsst auch erstmals ein Pokémon entwickeln, um das abzuschließen hier, dieses Krabbit. Ich wusste nicht, was das ist, dieses komische... molekulare Zeichen da. Das soll aber heißen, ihr müsst das entwickeln, um das abzuschließen. Könnt ihr also machen. Ansonsten haben wir natürlich einen neuen Mega-Raid-Boss und haltet euch fest, es ist Mega-Schlappohr. Mega-Schlappohr in Raids. Kann das was? Ich weiß es nicht. Sagt ihr mir das? Wir wollen den auf jeden Fall heute machen. Heute kein Stream. Ihr habt das schon gesehen. Wir müssen nämlich nachher noch in den Garten Burger grillen und so, Burger braten. Und was hier drin ist, wer da mitmacht, meine ich, wollen wir euch jetzt mal zeigen. Ich habe den nämlich wieder gepostet im Community-Tab, habe hier ein paar Leute eingeladen, beziehungsweise muss sogar noch ein paar etten, glaube ich. Bis jetzt habe ich Shenaya gehabt, den Julian, Michi, den konnte ich nicht etten, da stand dort, dass seine Freundschaftsliste voll ist und man keine Anfrage senden kann. Michi, hättest du mal Platz gelassen, ne? Für die wichtigen Dinge im Leben. Dann Trainer Sir Ups haben wir geedit, Marco haben wir geedit, Chilling 3 haben wir geedit, Pupek, Chef 24, der ist ja wirklich bei jedem Raid dabei. Die zwei habe ich noch nicht. Annelie und Bowling Ball. Muss ich noch fix adden jetzt, aber ich wollte natürlich erstmal zeigen, wer ungefähr dabei ist. Muss die Handys noch auspacken, stell das alles hier ab und dann werden wir gleich den Mega Raid machen. Werden wir mal gucken, wie leicht der ist, wie der sich fangen lässt. Denk mal, ist kein großes Ding, ist ja nur ein Osterhase, wa? So, da sind wir gleich am Raid. Ich habe mich jetzt mal auf die andere Seite begeben. Wir müssen jetzt die Leute hier noch reinschmeißen. Ihr seht, dass er beim Bildschirm da eingeblendet ist. Gibt aber noch ein kleines Problem, das sage ich euch gleich. Erstmal muss ich mir die zwei Accounts hier angucken. Die ersten fünf sind nämlich da, das ist also Julian, Marco, Schilling, Trainer Sir Ups und Shenaya. Hier konnte ich nur markieren. Pupek, Cheffe und Annelie, die zwei anderen, hatten noch nicht angenommen. Wir können aber mal gucken, ob sie jetzt dabei stehen. Also Michi sehe ich jetzt noch. Michi hatte ja wie gesagt seinen falschen Code geschickt. Hat jetzt nicht seinen falschen Code. Der hatte keinen Platz, dass man ihn adden kann mit seinem Code. Ich habe ihm das ja drunter geschrieben. Er hat jetzt Platz gemacht. Jetzt konnte ich ihn nachträglich adden. Er hat auch eben angenommen. Eine Minute vorm Raid. Zwei Minuten vorm Raid hat er geschrieben. Eine Minute vorm Raid habe ich ihn dann angenommen. Zwei Minuten vorm Raid hat er geschrieben, dass er jetzt Platz hat. Und eine Minute vorm Raid habe ich ihn dann geedit. Er hat direkt angenommen, aber einer fehlt trotzdem. Und zwar dieser Bowling. Irgendwas, BO. Den hatte ich auch geedit. Den habe ich geedit. Dem habe ich ein Herz gegeben, dass ich ihm eine Anfrage geschickt habe. Anfrage ging auch raus. Hat bis jetzt nicht angenommen. Den habe ich auch nicht in meiner Liste. Ich habe extra nachgeguckt. Der muss neu sein. Aber er steht nicht dabei bei 9 und jetzt reicht die Zeit auch nicht mehr aus zum Einladen. Keine Ahnung. Hat er wohl verschlafen. Der Rest ist auf jeden Fall drin. Das passt. Mega Schlappohr. Müsste, glaube ich, vom Typ normal sein. Hoffe ich mal. Keine Ahnung. Also ist, glaube ich, Typ normal. Das heißt, Kampf wäre wahrscheinlich ganz gut.
Hier hat es auch eine Machomai-Armee am Start. Da ist eine Machomai-Armee. Da ist Machomai, da Machomai. Hier ist aber auch Boden und die Jalgaren dabei. Hier ist Psycho und Kampf. Hier hat es auch Mewtwo reingenommen. Keine Ahnung, wieso hat es nicht das heftige große Mewtwo? Das nimmt einfach die kleinen verkackten Mewtwo, warum auch immer. Egal, wir hauen jetzt mal hier drauf. Drücken das mal durch. Sind 15 Leute, theoretisch ist das genau passend. Da ich ja mit 6 Handys spiele, 9 Leute eingeladen habe, 15 sind drin, passt. Ich glaube nicht, dass irgendein Fremder dabei war jetzt. Ich habe nicht nochmal auf die Lobby geguckt. Das heißt, der 16., der fehlt, müsste genau dieser Bowling-Mensch sein. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ist egal, es waren ja eh nicht mehr Leute da. Sonst ist es schlimmer, wenn sich 20 Leute eintragen, ihr die ersten 10 nur nehmen und von den ersten 10 dann nur 8 reinkommen, weil die anderen 2 einfach gar nicht aufs Handy gucken oder die Einladung verpassen. Denn dann hätten ja den Platz noch 2 andere nehmen können, die lieber dabei sein wollten. Ist halt mega Schlappohr, ist für viele sowieso nicht so interessant. Deswegen weiß ich nicht, ob wir am Donnerstag jetzt vielleicht Raids für Zuschauer machen mit mega Schlappohr, dass ihr den ein bisschen raiden könnt. Denn gleichzeitig habe ich gesehen, Toggetick ist auch wieder in den Raids. Toggetick war bisher ja immer für euch interessant zum Raiden. Ihr könnt aber auch Toggebier aus den 2 Kilometer Eiern brüten momentan. Vielleicht ist das dann nicht so wichtig, dass man da unbedingt Toggetick Raids machen muss. Geronimats Raids sind zurück. Habe ich auch gesehen. Ich dachte Geronimats nur aus der Feldforschung und nur aus 2 Kilometer Eiern. Aber Geronimats auch in Raids. Hier ist wieder die Pokémon-Aufbewahrung voll. Kann ja, glaube ich, auch direkt wieder Shiny sein aus dem Raid. Das machen die ja immer so, solche Scherze. Ist auch mit Wetterboost. Ich muss das mal hier kurz angucken. Ich sehe halt einfach gar nichts. Die Sonne ist zu heftig. Hier ist der Beutel noch voll. Das heißt, hier müssen wir mal kurz was wegschmeißen, dass wir überhaupt auf den Raid dann drauf drücken können. Das verstehe ich eh nicht. Normalerweise gab es doch ein Update, dass wenn dein Beutel voll ist, es dir vor dem Raid Bescheid sagt und du erstmal dann ein Pokémon wegschmeißt, damit du überhaupt beim Raid teilnehmen kannst. Hier macht es den Raid und danach kannst du es nicht fangen, weil dein Beutel voll ist. Eigentlich war das mit einem Update auch behoben, dass du vorher benachrichtigt wirst. Habt ihr das auch? Schreibt's mal rein. Ansonsten drück mal hier alles an. Jetzt ruft Pupsi an natürlich. Sehr schön, wunderbar, passend. Müssen wir schnell wegdrücken, muss ich wieder rausschneiden, wenn ich dran denke. 14,35, 14,38 ist hier das Höchste. Könnt ihr auch nochmal gucken, obwohl ihr eh nichts seht. Da liegt die ganze Mannschaft versammelt. Ich stelle mich jetzt mal hier rüber, damit ich den besser fangen kann. Positioniere euch mal hier drauf. Mach mal mein Captain Morgenbein und stell das hier hoch. Drück jetzt mal hier. Ist auf jeden Fall kein Shiny. 14,19 ist auch nicht das Beste, egal. Gucken wir einfach mal. Hat einen gelben Kreis. Dürfte also nicht sonderlich schwer sein. Einfach fabelhaft. Ist auch gleich die Aufgabe fertig. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Stellen wir uns mal wieder hier rüber, weil da die Sonne besser prügelt. Außerdem ist es eh schon drin. Wir bewerten es noch ganz kurz. Und ja, 12, 12, 11 müsste das, glaube ich, sein. Ist also nichts. Ist Typ normal, wie gesagt. Kann man auch nicht wirklich was mitmachen. Ich glaube, das hat auch Kampfattacken, ja. Klaps, Fokusstoß. Aber ein Typ Normal-Pokémon ist eigentlich das Unbrauchbarste, was es gibt. Vergesst also, dass wir Boreo so schlecht geredet haben. Schlappohr, mega Schlappohr, ist der neue unbrauchbare Raid-Boss. Wenn ich falsch liege, schreibt es mal rein. Für was kann man mega Schlappohr einsetzen? Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Energie sammeln. Ich will ja dann auch wieder das Männliche und das Weibliche durchentwickeln für den Megadex. Wir wollen ein Shiny entwickeln für den Megadex. Obwohl das Shiny alleine ja sowieso immer schon eingetragen ist. Jetzt muss ich mal gucken, was Pupsi möchte. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie gut eures war. Das 38er, was hier unten liegt, oder 37er, ist wahrscheinlich auch nicht so viel besser. 100er Wert ist eigentlich wurscht. Fangt halt das Normale, ihr müsst ja nicht auf Raids angewiesen sein. Und dann gucken wir mal, was wir die Woche noch so machen. Entweder halt mega Schlappohr Raids, weil ihr keinen findet, der die mit euch macht. Oder wir nehmen einen von den anderen Raid-Bossen. Ich finde, es ist momentan im Oster-Event eine gute Auswahl dabei, ja?
Aber jeder findet eben was anderes gut. Es wird sowieso immer einen geben, der auf der Strecke bleibt, egal. Wir lassen uns was überlegen. Wir gucken ja immer nach eurem Feedback. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostersonntag. Morgen vielleicht mal ein bisschen Eier brüten. Mal gucken auf der Suche nach Shiny Vonera, also dem Baby mit Blumenkranz. Normal habe ich das schon, mit Blumenkranz noch nicht. Ist aber wieder mal das Seltenste aus den Eiern, was kommen kann, zusammen mit Mamfaxo. Also wird auf jeden Fall schwer. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.